Ja, ich heiße Frank Tischinger. Meine E-Mail steht oben rechts. Fragen und auch Aufgabenwünsche können jederzeit geäußert werden. Ich kann also weitere Videos zu fast allen Themen der Mechanik und auch anderen Themen hochdrehen und auch Fragen sofort beantworten. Hier geht es um einen Träger auf zwei Stützen. A und B halten den Träger. Er wird belastet durch eine Streckenlast Q gleich 10 kN pro Meter und am rechten Ende durch eine Einzellast F von 8 kN. Die Aufgabenstellung ist, die Querkraftfläche und die Momentenfläche zu zeichnen. Wir können zuerst mal, die Teillängen sind 8 und 2 Meter, insgesamt hat der Träger eine Länge von 10 Meter und wir können also an der Stelle 5 Meter eine resultierende bilden und diese resultierende sind 10 Meter mal 10 Kilonewtonmeter. Wir haben also insgesamt eine resultierende von 100 Kilonewton. Man kann auch die einzelnen Felder in resultierende zusammenfassen, dann haben wir hier eine resultierende R1 gleich 80 kN an der Stelle 4 Meter und dann hätten wir hier hinten eine teilresultierende R2 und die wäre 20 kN. Für die Lagerkräfte ist die Gesamtresultierende erstmal das einfachere Instrument. Wir bilden jetzt also die Summe der Momente um den Punkt A. Und dann können wir sagen, die Kraft B hat den Hebel 8 Meter. Die Kraft F hat den Hebel 10 Meter. Und die Resultierende hat den Hebel 5 Meter. Das Ganze ist gleich 0. Wir bekommen also die Kraft B als die Kraft F, das sind also 8 kN, mit dem Hebel 10 Meter, plus die resultierende 100 mal 5, das sind also Kilonewtonmeter, wenn ich die Einheiten angucke. Und das müssen wir teilen durch 8 Meter. Und damit bekommen wir die Kraft B raus, 72,5 kN. Mit der Summe der Vertikalkräfte, zum Beispiel nach unten positiv, bekommen wir aus F plus die resultierende minus A minus B gleich 0, die andere Lagerkraft A raus und die Lagerkraft A sind 35,5 kN. Damit, dass wir diese Lagerkräfte haben, können wir jetzt schon fertig die Querkraftfläche zeichnen. Wir sehen an den Normkästchen, wie eine positive Querkraft wirkt. Wir sehen, A ist eine positive Querkraft, weil sie am linken Schnittufer nach oben wirkt. Wir tragen positiv nach unten ab. Das liegt an einem Koordinatensystem. Wir benutzen also in der Mechanik ein XZ-Koordinatensystem, nicht mit Y-Achse nach oben. Und deswegen tragen wir positive Werte unten ab. Wir haben also erstmal den Wert 35,5 nach unten positiv abzutragen. Die Skizzen müssen übrigens nicht maßstäblich sein. Es kann natürlich helfen, wenn sie das ungefähr sind. So, und da können wir jetzt den Wert 80 abziehen. Das ist die resultierende R1. Wenn wir also von den 35,5 die teilresultierende abziehen, bekommen wir den Wert minus 44,5 auf der anderen Seite raus. Ungefähr so. Wir haben hier also einen Wert 44,5. Jetzt können wir die Kraft B drauf addieren. Dann bekommen wir den Wert 28 raus. Ja, und dann können wir wieder den Wert 20 abziehen. Dann sind wir beim Wert 8. So, wir haben hier also plus, plus, minus. Und damit haben wir die Querkraftfläche fertig. Ich fasse nochmal zusammen. Auf der linken Seite haben wir den Betrag der Kraft A. Die Streckenlast ist die Steigung. Wir haben also eine konstante Steigung. Das bedeutet, dass diese Linie und diese Linie parallel sein sollten. Dann ziehen wir von dem Wert der Kraft A, 35,5, die resultierende R1 80 ab, erhalten den Wert minus 44,5.
Tragen den Wert der Kraft B positiv drauf, 72,5. Erhalten den Wert 28. Ziehen wieder die teilresultierende 20 ab, haben den Wert 8 und vergleichen das mit der Kraft F und sehen, das Ganze stimmt. Um die Momentenfläche zu zeichnen, kann ich eben benutzen, dass M' gleich Q ist. Wir sehen also bei Q die Steigung der Momentenfläche. Die Steigung ist erstmal groß, weil wir an der linken Seite einen relativ großen Wert haben. Das heißt, wir haben hier eine große Steigung. Und dort, wo die Nullstelle ist, ist die Steigung dann 0. Es fällt also erst sehr stark, fällt jetzt immer schwächer und hat hier ihr Maximum. Jetzt geht die Steigung in die andere Richtung und die Werte werden größer, weswegen wir hier ins Negative gehen müssen. So. Und danach haben wir wieder eine positive Steigung, die dann so aussieht. Und die wird langsam kleiner, geht aber nicht gegen 0. Das heißt, wir haben eine Kurve, die immer weiter fällt. Und natürlich muss am Krag am Ende das Moment 0 sein, aber nicht die Steigung dieser Kurve. So, damit haben wir eine Momentenfläche. Das hier sind quadratische Parabeln. Und wir können uns im Prinzip die Werte ziemlich schnell besorgen. Zum Beispiel können wir hier das maximale Moment und die Strecke x mit Fertigformeln uns besorgen. Wir können sagen, x ist gleich a dividiert durch q. Und wir bekommen den Wert raus 3,55 Meter. Und dann können wir noch das m max ausrechnen. Das ist a Quadrat durch 2q. Und da bekommen wir den Wert raus 63 Kilonewtonmeter. Das hier wäre also das M-Max, was wir gerade ausgerechnet haben. Um das Moment über der Stütze B rauszurechnen, können wir das Schnittprinzip anwenden. Wir können also sagen, wir haben hier einen Kragarm. Dieser Kragarm wird mit einer Kraft F belastet. Diese Kraft F haben wir also gesehen, ist 8 kN. Außerdem haben wir hier eine teilresultierende drauf. Das war die resultierende vom rechten Bereich von 20 kN. Und dann können wir das Moment über der Stütze B berechnen, das so rum positiv wirkt. Und dann können wir sagen, das Moment MB ist minus 8 kN mal 2 Meter minus 20 kN. Mal 1 Meter. Das nennt man das Schnittprinzip und dann sind wir 20, 16 sind 36, minus 36 Kilonewtonmeter ist das Moment an der Stelle B. Wir sind also im Prinzip mit unserer Momentenfläche fertig. Wenn wir die Funktionsgleichung von der Querkraft und dem Moment suchen, empfehle ich die Integrationsmethode. Die Integrationsmethode sagt, Q von x ist erstmal Q und das ist eine Konstante. Dann können wir den Querkraftverlauf rausbekommen als Q0 minus Integral Q von x dx. Das Q0 ist a und dann haben wir hier minus mal x. Da kommen auch die Formeln her. Wenn ich das jetzt gleich 0 setze, dann bekomme ich raus, x ist gerade gleich a dividiert durch q. Wenn ich das nochmal integriere, m von x ist gleich m0. Das m0 ist in unserem Falle 0. Plus a mal x minus qx² halbe. Und wenn ich dort das x einsetze, dann folgt hieraus, dass m max gleich a Quadrat durch 2q. Also einfach das x hier einsetzen, dann habe ich eben den ersten Term a Quadrat durch q, dann habe ich den zweiten Term minus a Quadrat durch 2q, 1 minus 1/2 ist 1/2 und dann habe ich diese Standardformeln hergeleitet. Eine weitere Möglichkeit, die Momentenfläche ziemlich schnell zu zeichnen, ist die Möglichkeit mit QL²-Achtel. Wir können also eine QL²-Achtel-Parabel auswendig lernen.
D ist in unserem Falle wie groß, Q ist 10, die Länge des ersten Teils ist 8, 8 Quadrat Achtel und damit haben wir einen Stich von 80. Jetzt kann man Folgendes machen, wenn man die Momentenfläche zeichnen will und man hat das Mmax nicht so bestimmt, wie ich es hier gemacht habe, dann kann man eben im Prinzip diese Werte hier miteinander verbinden, kann in der Mitte den Wert 80 abtragen, das wäre also hier. Dann kann man in den Viertelspunkten, das wäre hier, 3 Viertel dieses Werts 80 abtragen, das wäre also 60. 3 Viertel mal 80 sind 60. Und das heißt, wenn ich von dieser Verbindungslinie hier die 60, in der Mitte die 80 und hier die 60 nach unten absetze, dann bekomme ich 1, 2, 3 Punkte. Außerdem habe ich noch diese beiden Punkte. Und dann kann ich mit einem Kurvenlineal diese Kurve schön und maßstäblich zeichnen. Das ist also eine andere Möglichkeit, die Momentenfläche zu konstruieren, die sehr schöne Skizzen liefert. Ja, ich denke, das wäre das Wichtigste zu diesem Video. Jetzt geht es noch um den Verlauf der Streckenlast im rechten Bereich. Und erstmal, warum wende ich die Integrationsmethode an und nicht das Schnittprinzip? Mit dem Schnittprinzip könnten wir die Formeln x gleich a durch q und m gleich a Quadrat durch 2q auch sehr schnell herleiten. Aber die Integrationsmethode, die ich hier anwende, funktioniert eben nicht nur bei einer Gleichstreckenlast, sondern sie funktioniert auch, wenn ich eine Dreieckslast habe, eine Parabellast, eine Trapezlast, eine Sinuslast. Also völlig egal, was für eine Streckenlast ich habe. Die Integration funktioniert immer. Wenn ich das Schnittprinzip anwende, funktioniert das nur teilweise. Wir können uns aber das Schnittprinzip nochmal angucken für den rechten Teil. Wenn ich mir den rechten Teil des Kragsarms ansehe, dann sieht der so aus. Und ich will nochmal die Funktion haben. Wir haben also einmal eine Streckenlast, die hier drauf liegt. Wir haben einmal die Kraft F, die hier drauf liegt. Und wir fragen uns, wie groß jetzt die Schnittreaktionen sind. Wir haben hier also eine Querkraft und wir haben hier einen Moment. Dieser ganze Schnitt ist jetzt dieser Schnitt hier. Das heißt, wir haben im Prinzip hier eine Strecke x. Und die Strecke, die hier übrig bleibt, ist also dann 2 Meter minus x. Wir haben hier also einen Kragarm, der 2 Meter minus x als Länge hat. Und wir wollen die Querkraft berechnen. Dann stellen wir fest, wir haben hier eine resultierende. Diese resultierende ist q mal 2 Meter minus x. Und wir haben die Kraft F. Und die Summe der Vertikalkräfte liefert uns die Querkraft. Die Querkraft, das ist jetzt allerdings eine neue Koordinate, zum Beispiel x-Schlange, weil wir das x ja vermutlich hier loslassen, dann ist das hier eine andere Koordinate, zum Beispiel x-Schlange. So, dann können wir also mit der Koordinate x-Schlange rechnen und können sagen, die Querkraft ist erstmal das q mal 2 Meter minus x-Schlange und plus die Kraft F. So, und das Moment können wir dann aufstellen als q mal 2 Meter minus x Schlange. Und der Hebel, den diese Kraft hat, ist 2 Meter minus x Schlange halbe. Deswegen einfach Quadrat halbe. Und das Moment ist negativ. Und dann haben wir noch die Kraft mit dem Hebel 2 Meter minus x Schlange. Es ist eine Möglichkeit, an die Schnittreaktionen zu kommen. Als Funktionsgleichung nach dem Schnittprinzip. Ja, und wir sehen, die Möglichkeit ist relativ umständlich. Wenn wir das vergleichen, wie schnell wir die Skizze angefertigt haben, stellen wir fest, dass es in der Regel gar nicht sinnvoll ist, die Funktionsgleichung aufzustellen, wenn sie nicht ausdrücklich verlangt werden. Es würde auch die Integrationsmethode gehen. Wir könnten also sagen, die Streckenlast ist q. Wenn wir das machen würden, dann hätten wir also wieder das q von x ist gleich q. Dann könnten wir sagen, dass q von x ist gleich minus q mal x plus q0. Das q0 würden wir woher kriegen? Aus der Querkraftfläche. Das q0 wäre also 28. Das heißt, wir hätten hier minus 10 kN pro Meter
mal x plus 28 Kilonewton wäre das Coulomb. Wenn ich das integriere, bekomme ich das m von x raus. Die x-Koordinate ist jetzt die ganz normale x-Koordinate. Also das ist m0 plus q0 mal x minus qx² halbe. Das m0 könnten wir uns aus der Momentenfläche rausholen, minus 36. Minus 36 Kilonewtonmeter. Das q0 hatten wir gerade schon mit 28 aus der Querkraftfläche abgelesen. Also nochmal, wo haben wir das her? Das haben wir an der Stelle hier uns besorgt, an der Stelle B rechts. Wir haben hier also 28 Kilonewton mal x und minus 10 Kilonewton pro Meter waren das Streckenlast. Kilonewton pro Meter mal x Quadrat halbe. Ja, so könnte man das also auch machen. Das wäre die Integrationsmethode. Nochmal erklärt, wie ich mit der Integrationsmethode zum Funktionsverlauf komme. Q wird einmal integriert mit, mit Vorzeichenwechsel, minus Q mal x. Die Querkraft Q0 hole ich mir aus der bereits existierenden Querkraftfläche raus. Dann integriere ich das nochmal, m0 Q0 mal x. Und minus qx² halbe, m0 und q0 also aus der Querkraft und der Momentenfläche rechts von b abgelesen. Und so bekommt man den Funktionsverlauf für die Koordinate x mithilfe der Integrationsmethode raus, die dann auch bei Dreieckslasten, Trapezlasten und sonst was funktionieren würde. So, wir fassen nochmal zusammen, was wir gemacht haben. Wir haben also einen Träger betrachtet. Horizontalkräfte sind alle 0, keine Normalkraft nötig. Wir haben zuerst mal die Streckenlast zu einer Gesamtresultierenden zusammengefasst, haben mit der Summe der Momente um A die Kraft B bestimmt, mit der Summe der Vertikalkräfte die Kraft A bestimmt, haben die Querkraftfläche gezeichnet, indem wir mit der Kraft A positiv angefangen haben, die Teilresultierende R1 abgezogen haben, B dazugezählt haben, die Teilresultierende R2 abgezogen haben und den Wert auf der rechten Seite mit F verglichen haben. Dann haben wir die Momentenfläche gezeichnet, indem wir einfach die Querkraftfläche als Steigung benutzt haben. Wenn der Wert groß ist, geht es steil runter. Wenn der Wert 0 ist, geht es horizontal. Wenn der Wert negativ ist, geht es steil nach oben. Damit haben wir eine qualitative Skizze der Momentenfläche. Wir brauchten jetzt die Maximalwerte. Mit einer Standardformel a² durch 2q kriegen wir das maximale Feldmoment. Das maximale Stützmoment haben wir uns durch einen Schnitt auf der rechten Seite angeguckt. Es gibt hier sehr verschiedene Methoden. Wir können es natürlich auch bei der Integrationsmethode sofort bekommen. Wir brauchen ja für x nur 8 Meter einzusetzen. Wir haben hier den Verlauf m von x, a von x minus qx² halbe. Wir könnten hier also auch für x einfach 8 Meter einsetzen. Hätten wir auch das Stützmoment an der Stelle b. Damit ist die Arbeit eigentlich zu Ende. Wenn jetzt zusätzlich gefragt wird, wie man die Funktionsgleichungen bekommt, dann kann man das eben noch ein bisschen schöner machen. Außerdem haben wir eine andere Methode kennengelernt, QL Quadratachtel, wie man rein grafisch den Stich einer Parabel einzeichnet und wie man dann mit einem Kurvenlineal eine schöne Momentenfläche bekommt. Ja, Fragen können gerne in die Kommentarfunktion gestellt werden und unter der E-Mail-Adresse oben kann man mir auch Aufgabenwünsche zuschicken.